Schulz, so viel Lob vom Boss. Dankeschön. Herzlich willkommen in Anonymous nochmal ganz, ganz herzlich. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und wir haben ja einen Applaus verdient. Und bevor wir nun gleich mit den Referaten beginnen, wollte ich noch ein paar Einleitungsgeschichte sagen. Die Veranstaltungsplanung, ich bin sehr, sehr froh, dass das geklappt hat, dass ihr alle... Es gab natürlich auch von der Scientology-Organisation, die das nicht so gerne sehen, dass diese Gäste bei uns in so ein paar Versuche von Störmanövern. Eines davon war, dass man versucht hat, über das Verwaltungsgericht und über das Oberverwaltungsgericht in Hamburg in Eilanträgen sich aufs Podium zu klagen, um hier auf dem Podium zu sitzen. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Podiumsplätze. Das hat Hossein auch begriffen, aber ich möchte trotzdem noch etwas grundsätzlich sagen. Scientology ist nach Kenntnislage der Landesämter für Verfassungsschutz der Innenministerkonferenz eine Norm des politischen Extremismus, und es ist nicht üblich, dass politische Extremisten, die daran arbeiten, unsere Verfassung gesetzt werden. Das machen wir mit anderen auch nicht. Andere Diskussion ist es auch. Ich glaube auch nicht, wer eine Aufklärungsveranstaltung über Drogen besucht, geht auch nicht davon aus, dass der Drogendealer auf dem Podium sitzt. Und insofern sitzt hier auch kein Drogendealer mit Namen Scientology auf dem Podium. Ich wollte Ihnen nur sagen, es gibt auch natürlich Versuche, bei dieser Veranstaltung zu stören. Das dazu. Ansonsten freue ich mich, weil wir ja auch immer wieder mal mit den Vereinigten Staaten von Amerika oder andere, wie nenne ich es, vorsichtige Diskussionen haben, dort etwas die Angelegenheit anders sehen. Auch das nochmal einleiten von mir vorneweg. Wir werden vielleicht zu der Religionsfrage, können Sie auch fragen, ein bisschen was hören, denn da wissen die Herren am Tisch viel mehr. Aber sei hier nochmal in erster Linie ganz deutlich gesagt. Scientology ist, auch wenn Sie das 80.000 Mal verbreiten, in den USA nicht als Religion anerkannt. Sie sind steuerbefreit. Das ist die Church of Satan, die Satanskirche, auch in den USA. Und deswegen diskutieren wir ja nicht darüber, ob die Satanskirche Gemeinschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika ist. Also ein für alle Mal, vergessen Sie es, auch in den USA sind sie keine anerkannte Religionsgemeinschaft, sondern steuerbefreit, was schlimm genug ist, weil seitdem das passiert ist, gerade die Bundesrepublik Deutschland sich immer wieder ausgesetzt fühlt, auch aus den USA heraus, Kongressberichte, dass hier irgendwas nicht richtig läuft mit Religionsfreiheit und so. Diese ganzen Anwürfe, die auch leider im politischen Raum der Vereinigten Staaten kommen, sind zurückzuweisen, mit freiheitlich-demokratischer dieser Grundordnung. Und die Scientology-Ideologie des Herrn Hubbard ist nicht mit unserem Grundgesetz und übrigens auch nicht vereinbar mit der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika. Und vielleicht trägt ja diese Veranstaltung dazu bei, dass die deutsch-amerikanische Freundschaft auch das Thema Scientology irgendwann zum Kern hat. Das war's aber jetzt von mir. Ich werde Ihnen den Ablauf, damit die Gäste kurz vorstellen. Es beginnt in der Reihenfolge Larry Brennan, den ich ganz herzlich vorstellen möchte. Larry Brennan wird darüber berichten, er einer derjenigen ist, der noch unter Aaron Hubbard die Entwicklung mitgekriegt hat. Unter dem Gründer der Organisation wird darüber berichten, das sind die Entstehungsgeschichte und die Auswirkungen. Danach werden wir Mark Hadley hören, der seit 2005 aus der Organisation die Organisation verlassen hat und auch in den Headquarters der Scientology-Organisation tätig war und eine Menge auch nette Anekdoten zu erzählen hat, aber auch die Ernsthaftigkeit der Führung in den USA Richtung Deutschland und Europa berichten kann. Dann wird Jason, der gerade von Anonymous so sehr gefreut, er ist also da, ihr könnt euch freuen und ihn auch was fragen. Herzlich willkommen, Jason BG, er ist, und dazu gehört auch noch, ja, gerne. Er ist
Die andere, die sich lösen aus der Organisation, gilt immer, das hat Herr Staatsrat Schulz gesagt, immer mit etwas darüber zu sagen, was denn Erfahrungen sind. Wir haben, und die Diskussion ist so alt, seit ich mich mit Scientology beschäftige, warum in Hollywood, warum Schauspieler bei Scientology? Und er ist der erste von den Ausgestiegenen aus dem Metier, der hier ist. Ich freue mich sehr, dass er da ist und darüber berichtet, dass eben auch Schauspieler nur Menschen sind und in eine Falle treten können mit Scientology, wo Gehirnwäsche praktiziert wird. Das trifft auch Schauspieler, wie wir daran sehen. Freuen wir uns auf den Bericht von JPG. Und dann habe ich einen langjährigen Graham Berry. Ich weiß gar nicht, das erste Mal, 93, keine Ahnung, jedenfalls sein Name mir seit ewigen Zeiten bekannt, weil Graham Berry einer der Rechtsanwälte in den USA war, oder über den man, wenn man sich mit dem Thema beschäftigte, sofort stolperte, weil er einer der wenigen war, der wirklich Menschen verteidigt hat gegen die kriminellen Machenschaften dieser Organisation, ihnen geholfen hat. So war der. Herzlich willkommen in Hamburg, Graham Berry. So, das ist es denn jetzt auch. Dann würde ich jetzt gerne das Wort an Larry geben. Und ich glaube, ich verabschiede Sie denn schon mal, Herr Schulz. Nicht, dass Sie den nächsten Termin versäumen. Freiwillige Feuerwehr. Ja, viel Vergnügen. Grüßen Sie die Kollegen. Und dann würde ich Larry bitten, anzufangen. Dankeschön.